Herzlich willkommen zu Teil 31 der Reihe Vektorrechnung und analytische Geometrie. Wir beginnen heute damit, über Drehungen von Vektoren zu sprechen. Wir haben bereits gelernt, wie wir durch Addition und Subtraktion von Vektoren Verschiebungen im Raum darstellen können. Wenn wir also einen Vektor haben und addieren dazu einen anderen Vektor, dann haben wir eine Verschiebung im Raum realisiert durch den Summenvektor und ähnlich durch eine Subtraktion. Und diesen Vorgang bezeichnet man auch als Translation. Und heute sprechen wir darüber, wie man Vektoren im Raum drehen kann, also um Rotationen. Wenn wir zum Beispiel diesen Vektor haben und ihn drehen wollen in diesen Vektor, dann ist das eine Rotation und dabei ändert sich die Orientierung des Vektors, also die Richtung, aber nicht die Länge. Beispiel, wir haben hier einen Vektor V, das ist dieser hier, und den drehen wir um 90 Grad und dann haben wir den Vektor V', der jetzt hier nach links oben zeigt. Der Winkel Theta ist der Winkel zwischen dem Ausgangs- und dem Endvektor und der wird in der mathematisch positiven Richtung gemessen, das bedeutet gegen den Uhrzeigersinn. Also positive Winkel ist eine Linksdrehung und negative Winkel ist eine Rechtsdrehung. Man kann so eine Drehung, eine Rotation durch eine Drehmatrix beschreiben, R. Das bedeutet, der Vektor V' resultiert aus einer Multiplikation zwischen einer Matrix R, der Drehmatrix, und dem Ausgangsvektor V. Dann ist R eine n kreuz n Matrix. N kreuz n bedeutet, die Matrix hat n Zeilen und n Spalten. Und diese Multiplikation der Matrix mit dem Vektor wird entsprechend natürlich der Regeln der Matrix-Vektor-Multiplikation durchgeführt. Und das Ergebnis ist eben wieder ein Vektor mit der gleichen Dimension wie der Ausgangsvektor, also ein n-dimensionaler Vektor. Diese Matrix-Vektor-Multiplikation, das ist ein Thema aus der linearen Algebra und wir erwähnen hier nur kurz die Eigenschaften, die wir benötigen und werden nicht in Gänze über dieses Thema sprechen. Wenn also V ein n-dimensionaler Vektor ist, also mit den Komponenten V1 bis Vn und R eine n mal n-dimensionale Matrix, dann hat R die Komponenten R11, R12 und so weiter und hier in den Spalten R11, R21 und so weiter. Die Notation ist also so, dass das Element einen Index hat, der aus zwei Zeilen besteht. Die erste Zeile ist die Zeile in der Matrix und die zweite Zeile ist die Spalte. Also hier die erste Spalte, zweite Spalte und so weiter und hier die erste Zeile, zweite Zeile und so weiter. Wenn man jetzt das Ganze multipliziert, dann hat man halt hier die Matrix und hier den Vektor und das Ergebnis ist dann wieder ein Vektor, wie gesagt, und zwar sieht das folgendermaßen aus. In der ersten Komponente R11 mal V1 und so weiter plus R1n Vn. Das bedeutet, man nimmt für die erste Komponente die erste Zeile der Matrix, verwandelt die sozusagen in eine Spalte, indem man sie um 90 Grad dreht und bildet dann das Skalarprodukt mit dem Vektor. Für die zweite Komponente nimmt man die zweite Zeile der Matrix, kippt die sozusagen rum, damit es eine Spalte ergibt und bildet dann das Skalarprodukt mit dem Vektor. Der Vektor wird also n mal in einem Skalarprodukt verwendet und zwar jeweils mit einer individuellen Zeile aus der Matrix, die dabei als Spalte gelesen wird, transponiert wird also. Und das jeweilige Skalarprodukt ist dann eine Zahl, eine reelle Zahl, ein Skalar und das bildet eben die jeweilige Komponente des Ergebnisvektors. Das ist allgemeingültig für Matrix-Vektor-Multiplikationen und die Drehmatrizen, über die wir jetzt in den nächsten Folgen weiter sprechen werden, die haben einige spezielle Eigenschaften, die nicht auf jede Matrix zutreffen. Die Determinante einer Drehmatrix ist zum Beispiel immer plus oder minus 1, das nennt man auch Unitarität. Über Determinanten hatten wir schon mal gesprochen im Zusammenhang mit der Regel von Sarrus. Ich möchte nicht die komplette Theorie der Determinanten vorstellen, sondern eben nur erwähnen, dass Drehmatrizen die Determinanten plus oder minus 1 haben. Außerdem ist es leicht, die inverse Matrix einer Drehmatrix zu ermitteln. Das ist nämlich einfach die transponierte Matrix. Die transponierte Matrix geht aus der Originalmatrix hervor, indem man an der Hauptdiagonalen spiegelt, also im Wesentlichen Zeilen und Spalten vertauscht. Diese Eigenschaft nennt man Orthogonalität. Und es ist so, dass wenn man eine Matrix R hat und deren Inverses, also R hoch minus 1 mal R, als Matrix-Matrix-Multiplikation schreibt, dann ist das die Einheitsmatrix und die Einheitsmatrix ist die Matrix, die auf der Hauptdiagonale Einsen hat und sonst überall Nullen.
also im dreidimensionalen zum Beispiel diese Matrix. Das gilt ganz allgemein, dass eine Matrix mal ihrem Inversen die Einheitsmatrix ergibt. Und für die Drehmatrizen gilt eben speziell, dass die inverse Matrix die transponierte Matrix ist. Das zunächst zur generellen Darstellung von Drehungen durch Matrizen. Und in der nächsten Folge wollen wir uns dann konkret den Fall n gleich 2 anschauen, also zweidimensionale Rotation. Vielen Dank.